Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 2. Ja, ein bisschen doof ist es schon programmiert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil es geht hier an einer Tour weiter und du hast keine Möglichkeit, mal kurz Pause zu drücken, um die Aufnahme eventuell mal kurz zu beenden, um eine neue zu starten. Nein, du musst das Spiel neu starten, also sei es drum. Nach zwei! Ich hab so viel Spaß, ich freue mich schon, ihr glaubt es gar nicht. Happy! Don't worry, be happy, ja? Wenn das Spiel durch ist vielleicht. Schauen wir mal. Ein Fehlversuch hatte ich nur in der ersten Nacht, ja? Hallo. Hi. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen. That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models, too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Okay, also Foxy und so hat's nicht so mit Maske, sondern da musst du dann ernsthaft anleuchten. Habe ich das richtig verstanden, ja? Weil das die irgendwie nicht so mögen. Na gut. Nein! Da ist schon was. Ich konnte nicht mehr leuchten. Ich habe die Maske auf. Alter, ich habe die Maske auf. Ich habe die Maske auf. Geh! Was? Ich hab die Maske auf! Ist er weg? Oh, warum denn jetzt schon? Oh, geht früh los, aber fick dich! Fick dich, Foxy, ohne Scheiß! Wie mies ist das denn? Maske auf, der Typ verschwindet und eigentlich gleich leuchten sollen, oder was? Verdammte Scheiße. Muss ich den vielleicht früher auffangen schon mit der Lampe? Wisst ihr das? Weil ich kann ja über die Kameras scheinbar auch leuchten. Hier, diesen hier. Vielleicht hilft das ja auch schon. So, wo ist denn Foxy überhaupt? Wo liegt denn der? Das ist doch Bunny und der alte Freddy. Seht ihr das gerade? Ich hoffe nicht. Sonst hätte ich eventuell was verraten, was ich als nächstes aufnehme. Das wollen wir ja nicht. Surprise und so, ne? Na, ich glaube, die Steam-Overlays, die werden nicht angezeigt. Weil mir wurde gerade angezeigt, Download von Spiel, das nicht genannt werden möchte, abgeschlossen. Da ist eine Tür auf. Aha! Das ist wieder der alte Trick mit der Tür. War die vorhin schon auf? Ich weiß es nicht. Mal wieder Lampen checken, das gute alte Muster. Irgendwie kommt man wieder dahin zurück, wo wir angefangen haben.
Eventuell rennt der ja wieder so komisch. Dass man dann ganz schnell reagieren muss. Also ich habe jetzt meine Lampe als Abwehrmöglichkeit und die doofe Maske, die scheinbar Foxy einen Scheißdreck interessiert. Immer noch nix. Wo ist denn der Bunny hin? Der war doch gerade noch irgendwo, oder nicht? Also der neue Bunny. Oder so. Jetzt sitzt er wieder da. Ist in Ordnung. Wieso ist die Kamera so komisch? Ich finde das nicht korrekt. Irgendwas ist doch da. Warte mal, ist da oben etwa... War er das? Oh, wenn die so abgeschranzt aussehen, dann kann ich die noch viel schlechter auseinanderhalten. Hello. Was, hello? Das ist Foxy. Schwör, ohne Witz. Hilft das? Oh, ich verballer da, glaube ich, nur meinen Akku. Da ist doch gerade irgendwas. Ah! Der kleine Scheißer ist da. Wer auch immer du bist, geh weg. Aha. Schnell, schnell, schnell. Dreh, dreh, dreh. Maske auf. Oh. Was ist jetzt wieder? Aha. Box, 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 box. Maske auf. Was passiert hier? Ich reiß nicht. Der kleine Scheißer ist wieder da. Ha! Und Foxy, fick dich! Oh nein! Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. Nein. Nee, ich habe keine Lust mehr. Oh Leute, ernsthaft? Aber, warte mal, meine Theorie, Nacht 1, ein Fehlversuch, Nacht 2, zwei Fehlversuche, Nacht 3, drei und so weiter und so fort. Wenn das aufgeht, dann bin ich ja einigermaßen zufrieden, aber ich finde das trotzdem irgendwie uncool gerade. Ich finde, die sind deutlich aktiver jetzt schon, als es im ersten Teil waren. Und deutlich penetranter. Wenn ich jetzt endlich mal raffen würde, wo Foxy eigentlich startet. Ist er das? Balloons, ja fick dich, Alter. Ohne Scheiß. Wer hatte die blöde Idee, dass noch mehr Figuren besser sein sollen, hä? Das ist doch Verarsche. Sollte es überhaupt so weit kommen, dass ich mich dazu aufraffen kann, das durchzuspielen, ohne den Herzinfarkt zu erleiden, wenn ich überhaupt irgendwann mal den nächsten Teil noch spielen sollte, den dritten, es gibt ja auch noch den vierten, das soll ja der letzte sein, dann wird das wieder einige Zeit dauern, bis ich mich dazu aufraffe, ehrlich. Das geht gar nicht klar. So, wo ist es der Typ mit dem Ballon wieder hin? Ist weg, natürlich. Macht man so. Hi. Was? Hi! Schnell, schnell, schnell! Der ist doch schon irgendwo. Wo?
Wir haben doch gehört. Also immerhin weiß ich, was der kleine Scheißer sagt. Noch nicht in Sicht, schnell nochmal aufziehen. Aha. Bonnie ist da, oder Chica, oder Birdie, oder wie auch immer man die nennen soll. Ich setze die Maske lieber mal auf, wenn die schon verschwunden ist. Da ist Foxy! Ja, du kleiner Zigeuner, was ist jetzt, hä? Nein, ich habe ihn nicht lang genug angeleuchtet. Oder doch? Hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert hat. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das funktioniert hat. Ist aber immer noch der Kleine irgendwo. Dieser Hello-Typ. Was ist jetzt wieder? Aha! Oh nee! Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt geht's wieder. Schnell, 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 schnell. Maske auf! Aha! Oh. Aha! Musikbox! Gucken! Freddy! Alle! Okay, Maske auf. Freddy hockt nämlich direkt vor der Haustür. Haha, Foxy erwischt. Du Schlingel. Musikbox, Musikbox, Musikbox. Haha, ich hab die Maske. So, jetzt ist erstmal ganz kurz Ruhe. Schnell, schnell, schnell. Okay. Foxy ist wieder da. Doch nicht. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Da ist er. Aha! Bleib mir fern. Ich mag dich nicht. Ja, ist klar. Schnell nochmal ein bisschen aufziehen. Mach hinne. Ich glaube, Musikbox muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Oh, 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 oh. Nee. Schnell noch mal ein bisschen, so. Das sollte jetzt aber reichen. Ich hab halt Schiss wegen Foxy. Oh, der wird jetzt aber nicht in einem Stück durchlaufen. Das wäre richtig gemein. Nee, tut er nicht, guter Junge. Maske auf!
geschafft. In diesem Sinne, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Way! Bei Nachtreiter. Ich freue mich. Bis dann. Tschö.